Herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Minecraft mit Adamos. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal ein bisschen weitergemacht. Ich habe etwas Glas reingebaut und ich habe die ganzen Sachen von Tinker's Construct hier hinübergebracht. Mir auch schon ein paar Tools damit gemacht und hier ein paar Barrels hingeklatscht für die Sachen, die man meistens im Überfluss hat. Ich war auch schon ein bisschen unterwegs am Minen. Wo haben wir sie jetzt hier? Und ich will den ganzen Kram natürlich jetzt erstmal schmelzen. Und das macht man natürlich am besten in der Smeltery, damit man dann auch, doppelte Rohstoffe hinausbekommt. Dafür braucht man aber erstmal spezielle Steine und Grout. Und deswegen werde ich jetzt etwas von diesem Grout herstellen. Dafür braucht man Gravel, Clay und Sand. Deswegen habe ich davon auch noch ein bisschen besorgt. Daher suchen wir jetzt mal eben nach Grout. Und das ist das Rezept dafür. Und dann würde ich sagen, machen wir uns direkt mal zwei Stacks davon und klatschen die anschließend hier in unseren Ofen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Das sollte dann für den Stack schon mal reichen. Und dann kriegen wir aus diesem Grout, kriegen wir dann Steine raus, aus denen wir dann die diversen Blöcke machen. Also dann haben wir hier die Seared Brick. Und wenn wir uns dafür angucken, dann haben wir hier den Smeltery Controller. Der ist sehr wichtig, dass der Hauptblock von dieser Multiblock Structure. Dann haben wir einen Drain, um die Flüssigkeiten rauszubekommen. Einen normalen Seared Brick, der dann zum Bauen des Grundgerüstes da ist. Ein Seared Tank, den braucht man für die Lava zum Beheizen des Ganzen. Hier haben wir noch ein paar Fenster und Erweiterungen für mehr Lava. Und das sind so die einzelnen Sachen, die man machen kann. Oh, das Ding ist neu. Casting Channel habe ich auch noch nicht gesehen. Werden wir uns aber sicherlich noch etwas angucken. Ich möchte jetzt aber in der Zeit schon mal ein bisschen mehr auf die Sachen hier von Tinker's Construct eingehen. Ich habe mir da schon mal hier so ein paar Sachen gemacht. Also ich habe mir eine Pickaxe gemacht und eine Shovel und Hatchet. Und man sieht, die sind so ein bisschen anders. Die haben halt keinen Holzstiel, sondern einen ebenfalls aus Stein. Die kann man sich dann hier so zusammenbauen. Und eine Schaufel, die Sachen halt für eine Axt und für die Picke braucht man dann noch einen Teil mehr. Die kann man hier in diesem Stencil Table, kann man die einzelnen Patterns dafür machen. Dann kann man im Part Builder die einzelnen Teile dafür machen und setzt die anschließend dort hinten zusammen. Und dieses Pattern Chest hier hält halt diese ganzen Patterns, die man sich gemacht hat, und die packt man dann hier rein und man sieht auch, der hat dann direkt Zugriff darauf, wenn der daneben steht. Ich denke, ich mache mir jetzt am besten mal noch eine Waffe. Erstmal nur aus Stein, weil Eisen habe ich ja noch nicht so wirklich. Dann sieht man hier so, welche Teile man dafür braucht. Ich habe jetzt leider noch nicht alle Teile, die ich dafür brauche. Deswegen mache ich dann einfach nochmal eben ein neues Pattern. Dann seht ihr auch mal das Rezept. Also so macht man dann ein einzelnes Blank Pattern. Und dann packt man das hier rein und kann dann hier mit Next Pattern die Teile durchgehen. Und da haben wir auch schon das Sword Blade. War, glaube ich, noch nicht drin. Es waren ja schon ein paar Dinger da. Also die habe ich nicht alle selber gemacht. Deswegen sind ja auch manche doppelt und dreifach. Das kommt einfach, weil die bei Tinkers schon dabei waren. Und jetzt fängt es an zu regnen. Machen wir mal die Lautstärke noch etwas niedriger, damit ihr mich auch noch gut hören könnt. So. Auf jeden Fall geht man dann halt hier hin und macht aus dem Material, aus dem man das haben möchte, den packt man hier hin und links daneben das entsprechende Pattern. Man sieht auch hier Material Cost 1, ne? Also ich brauche halt einen Cobblestone dafür und dann kriege ich das Blade. So, jetzt weiß ich, dass ich noch das Tool Rod brauche.
Und das Tool Rod, das hat nur 0,5 an Kosten. Das heißt, ich kriege hier mein Tool Rod raus und ich habe noch so einen halben Splitter quasi über. Den kann ich weiter benutzen, wenn ich noch einen anderen halben brauche. Und was war das letzte, was wir für unseren Rapier brauchen? So ein Handle haben wir schon hier drin. Ja, Crossbar Pattern. Das haben wir Gott sei Dank schon drin. Das heißt, das müssen wir uns nicht extra noch machen. Und das hat auch Kosten von 0,5. Das heißt, statt einem ganzen Stein kann ich jetzt diesen Splitter hier nehmen und habe dann auch diesen Teil. So, dann kann man die anschließend hier schön zusammensetzen. So, 1, 2 und 3. Und dann kriegt man hier sein Rapier. Man kann ihm auch noch einen anderen Namen geben, wenn man möchte. Der Rapier ist eine relativ besondere Waffe. Also man hat halt hier ein normales Breitschwert, das macht ein bisschen mehr Schaden. Dann hat man ein Langschwert, das kann, glaube ich, besser blocken oder so. Rapier ist halt ganz gut, den benutze ich am liebsten eigentlich, weil der halt in der Lage ist, Armor zu durchdringen. Also selbst wenn jetzt eine Diamantrüstung so ein Zombie anhat, das ist mir egal, den schlage ich einfach trotzdem zu Tode. Und man kann ja manchmal auch wesentlich schneller klicken, als diese Animation halt geht. Und man macht halt pro Klick Schaden und nicht wirklich pro Animation. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich weiß, die Barrels sind falsch rum, aber ich brauche leider ein wenig Eisen für eine Wrench, dass ich die drehen kann. Deswegen muss ich halt erst warten, bis hier unsere Smeltery halt fertig ist. Und da wir jetzt hier schon mal so ein paar Teile haben, können wir ja schon mal anfangen, so die ersten Blöcke zu bauen. Also wie gesagt, einen Controller brauchen wir auf jeden Fall. Und wir kriegen direkt hier auch schon so ein Buch. Das ist extra für uns da, damit wir dann halt wissen, was wir zu tun haben. Also wenn man ja in die Welt spawnt, dann kriegt man ja schon so ein braunes Buch, was ich glaube ich irgendwo weggeschmissen habe, weil ich das halt nicht so wirklich brauchte. Man kriegt normalerweise noch so ein rotes Buch. Wie hieß das nochmal? Materials und ich oder so, genau hier. Dieses rote. Das kriegt man automatisch, wenn man hier diese Tische halt das erste Mal baut. Da ich die jetzt aber nicht gebaut, sondern halt quasi so abgegriffen habe, habe ich das Buch nicht bekommen. Das werde ich jetzt mal eben ganz kurz mir dann holen. So, weil also ich selber brauche das eher weniger. Ich habe die ganzen Sachen im Kopf, aber damit ihr das dann auch mal seht. So, das heißt, ich kann jetzt hier das Buch lesen und habe halt hier ganz viele Informationen über die ganzen Tools, die ich machen kann, was ich dafür brauche. Welche Fähigkeiten die halt einzeln haben und auch welche Materialien man nehmen kann und was diese Materialien halt machen. Also unterschiedliche Materialien geben halt unterschiedlich viel Haltbarkeit und so weiter. Und das Schöne an diesen Materialien ist halt, dass komm jetzt Zombie, stirb, stirb. Na. Der ist etwas lästig und hat jetzt auch noch einen Freund mitgebracht. Ziehen wir uns mal so ein bisschen hier in unsere Hütte zurück. Dann haben die nämlich erst recht keine Chance. Komm her. Stirb. Stirb, Elender. Stirb. Jetzt haut der einfach ab. Unverschämt. Ja, und komm. Also da ich das jetzt aus Stein gemacht habe, bringt das Teil leider nicht allzu viel Schaden. Aber man sieht halt, der ist jetzt auch schon ziemlich schnell kaputt gegangen. Dadurch, dass ich gerade mal. Oh, das waren die falschen Kartoffeln. Dadurch, dass ich den halt mehrfach benutzt habe jetzt schon, geht der kaputt. Und ich habe hier auch eine Schaufel und man sieht, da steht Broken dran. Also Tinker's Construct Tools gehen nie ganz kaputt. Die ploppen
ploppen halt nicht einfach weg und sind dann kaputt, sondern die bleiben immer als broken da. Die sind dann unglaublich langsam, also sogar noch langsamer, als wenn man mit der Hand abbauen würde. Aber das Schöne ist, man kann die jetzt reparieren und zwar mit dem selben Material, woraus man den Hauptteil gemacht hat. Da ich jetzt hier die Dinger komplett aus Stone gemacht habe, kann ich mir jetzt einfach hier so einen Stein nehmen und das Tool damit reparieren und unterschiedlich von den, also abhängig von den einzelnen Materialien braucht man auch mehr oder weniger davon, um die dann zu reparieren. So. Komm her, Zombie. Du darfst gern sterben. Ich möchte jetzt auch nicht zu weit rausgehen. Da vorne ist noch ein Slime und ich sehe auch auf der Karte, dass da vorne in die Richtung irgendwo ein Creeper ist. Und den möchte ich nicht unbedingt hier hinlocken, denn mir haben schon zwei Creeper meine Eingangstür hier ziemlich demoliert und ich musste die ganze vordere Wand nochmal neu machen. Das fand ich dann natürlich eher weniger lustig. So, ich räume jetzt mal kurz noch ein bisschen mein Inventar auf und dann kümmern wir uns weiter um die Smeltery. Also hier im Buch zeigt der dann auch an, was man braucht und so sieht halt im Grunde genommen die Grundkonstruktion davon aus, die man dann aus den ganzen Sachen hier machen muss. Also wie gesagt, einen Smeltery-Controller brauchen wir zwingend. Dann brauchen wir auf jeden Fall, jetzt muss ich doch mal ganz kurz gucken, wie war jetzt der Tank. Das sind die einzelnen Teile, die man machen kann. Tank, also mit einem Stück Glas in der Mitte, das ist kein Problem. Ich habe einen ganzen Stack Glas gemacht. Das sollte mich erstmal so durch den allerersten Anfang hier bringen. So, dann haben wir das und aus den restlichen mache ich hier jetzt mal eben ein paar Steine. Drei sind ein bisschen wenig. Wir brauchen allein für den Boden schon 9 Stück. Und dann brauchen wir für die Wände nämlich auch noch welche. Deswegen machen wir da jetzt ganz viele von und hauen hier auch dann direkt nochmal den nächsten rein. Übrigens, wer sich wundert, wie ich jetzt gerade die Kohle nach hier unten geschafft habe, mit der aktuellen Nye-Version ist halt die Möglichkeit gegeben, mit dem Scrollrad Items zwischen zwei Inventaren hin und her zu schieben. Ist eine ziemlich coole Sache. Insbesondere dann, wenn man halt eine kleinere Menge haben möchte und dann sowas wie 51 da übrig hat, dann ist das immer etwas doof, dann hier die ganzen Dinger zu halbieren und so weiter. Und dann kann man doch mit dem Mausrad wesentlich flotter arbeiten. So, die Bücher packe ich jetzt mal eben weg und das Fleisch nehme ich mir noch, weil ich möchte da was ausprobieren. Jetzt muss ich mal eben gucken, genau hier. Also drei Slabs nebeneinander sind ein Drying Rack. Und dieses Drying Rack, das kann ich mir jetzt so hier an die Wand hängen. Und das Rottenflecht, das kann man jetzt da dran hängen. Und das dauert dann je nach Umgebungsluft, denke ich mal, eine gewisse Zeit. Und dann bekommt man Leder daraus. Das heißt, auch wenn man jetzt gerade nicht zwingend eine Kuhherde in der Nähe hat, kann man damit dann ganz gut an Leder kommen. Das Doofe an der Sache ist halt nur, dass es gerade regnet und der dann wahrscheinlich sagt so, nee, das ist mir zu nass hier, trockne ich jetzt nicht. Von daher müssen wir dann wohl ein wenig warten, bis der Regen aufhört. Die Zeit können wir aber schon mal nutzen, um hier noch ein paar mehr Steine zu machen. So, das soll jetzt erstmal fürs Grundgerüst reichen. Und ich sehe da vorne irgendwo müsste ein Creeper sein, irgendwo auf dem Berg. Den ignoriere ich jetzt einfach mal, weil momentan scheint er mich ja auch noch nicht gesehen zu haben. Und ich würde sagen, wir machen die Smeltery einfach mal hier so hin, so ein bisschen versetzt. Und da kommt noch ein Slime an. Keine Ahnung, wo der schon wieder hergehüpft kam. So, komm.
Stirb, Slime, stirb. Der Kleine kann sowieso keinen Schaden machen. Den lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe, damit wir hier auch vorankommen. Die komischen Pfützen, die man hier sieht, die sind übrigens von Biomes of Plenty, glaube ich zumindest. Finde ich eigentlich eine ganz lustige Sache, dass beim Regen dann halt diese Pfützen entstehen. Das einzige Doofe ist halt, dass diese Blöcke viel schneller brechen als ein normaler Dirtblock halt. Was ich schon ein bisschen komisch und schlecht finde. Achso, jetzt mache ich natürlich keinen Schaden, weil das Ding gebrochen war. So. Also, man muss halt auf den Boden so ein 3x3-Feld legen. Und dann kommt die Smeltery hier hin. Ich mach die mal hier so hin. Und zwar eins höher als da der Rest. Und dann braucht man halt den Tank. Und kann dann halt hier außenrum etwas bauen. Die Ecken müssen übrigens nicht besetzt werden. Das ist dem egal. Aber was der... Ach, jetzt kommt hier auch noch so ein großer an. Und da verschwinde ich dann jetzt erstmal kurz wieder in meinem Haus. Tja, das ist dann wohl schlecht gelaufen für den Dask Linus. Der ist dann einfach mal gefliegt, gestorben da. So, damit wir nicht gleich auch noch verhungern, futtern wir mal kurz was und reparieren schnell unseren Rapier, damit wir den lästigen Slime da oben dann auch mal wieder loswerden können. Stein geht halt relativ schnell kaputt, das ist halt der Nachteil daran. Dafür ist es natürlich ein Material, was sehr schnell verfügbar ist im Spiel und dementsprechend natürlich dann auch einem die Möglichkeit bietet, ganz schnell seine ersten Sachen zu machen. Achso, ja gut. Da hat der Darth Plinius halt leider vergessen, dass der Blaze... nein, gehen nicht hoch. Ach, dieser blöden Creeper, die gehen einem doch immer auf die Nerven. Ich wusste, der kommt irgendwann von seinem Berg darunter und wenn er das macht, dann geht er natürlich direkt vor meiner Bude hoch. Aber nun gut, das können wir dann nachher wieder reparieren müssen. Das werde ich dann wahrscheinlich off-camera machen, weil ich will euch natürlich jetzt erstmal möglichst schnell die Smeltery zeigen. Das Einzige, was jetzt gerade ein bisschen doof ist, ich brauche natürlich für die Smeltery etwas Lava und ich weiß zwar, wo Lava ist, kann aber ohne Eimer natürlich da nicht allzu viel machen. So, ich glaube, das waren jetzt auch genug Blöcke, damit wir... Genau, jetzt haben wir schon das so komplett fertig. Man sieht das auch, hier sind jetzt so Flammen, um halt zu zeigen, ja, der Block ist aktiv. Nur muss ich jetzt halt erstmal etwas Eisen für einen Eimer kriegen. Müssen wir mal gucken. Ja, so ein bisschen Eisen haben wir ja schon mal hier. Dann werde ich jetzt einfach mal ein wenig von dem Kram verbraten und hier ganz schnell 3 Eisen durchschmelzen, damit wir zumindest schon mal ein Bucket haben und Lava holen können. Denn ansonsten kommen wir hier natürlich mit unserer Smeltery leider nicht allzu viel weiter. In der Zeit können wir ja dann doch mal eben ganz kurz hier das Loch zuhauen, das der blöde Creeper wieder gerissen hat. Creeper sind meiner Meinung nach so mit die lästigste Plage, die die es halt so in Minecraft gibt. Ich glaube, sonst kann ich keinen Mob großartig nicht leiden, aber Creeper sind echt nervig, weil die einem halt so ziemlich alles kaputt machen. So. War das jetzt schon alles an Erde? Das ist ja nicht gerade viel. Haben wir hier noch irgendwo mehr? Ah, hier ist noch ein bisschen das Huhn. Damit wir dann das Loch hier auch zukriegen. Also, Creeper sind quasi so meine eingeschworenen Todfeinde. Und da werden wir auch sicherlich gucken, dass wir hier in einer der nächsten Folgen noch so kleinere Abwehrmaßnahmen für die blöden Creeper machen.
Denn ich habe natürlich reichlich wenig Lust, dass die mir hier ständig alles kaputt machen. So, Eisen ist schon mal fertig. Dann packen wir hier nochmal ein bisschen was zu essen rein. Und die Gelegenheit nutze ich dann auch, um euch noch was anderes zu zeigen. Also hier habe ich schon mal so ein paar Beeren aufgestellt. Die sind auch schon mal ganz gut. Die bringen zwar nicht allzu viel. Glaube ich nur so ein halbes Herz oder so. Aber dafür kann man die dann trotzdem ganz gut nutzen. Dann habe ich hier Barley Seeds, beziehungsweise halt Seeds sind es ja jetzt nicht mehr. Die kriegt man halt auch aus dem normalen Gras, was so hier auf dem Boden wächst, wenn man das schlägt. Und dann kriegt man halt diesen Barley-Samen, den kann man ganz normal anpflanzen, wie alles andere auch. Und man bekommt dann halt dieses Barley daraus und kann daraus dann Weizen machen. Also man braucht einfach nur hingehen, das ins Crafting-Ding zu packen und dann hat man halt hier dieses Mehl. Und wenn man das Mehl dann anschließend hier reinpackt, kriegt man pro Mehl ein Brot. Das heißt, ich kriege natürlich wesentlich mehr raus als bei normalen Weizen, wo ich drei Weizen brauche, um ein Brot zu machen. Das ist so natürlich dann alles ein wenig effektiver. So, jetzt wollen wir dann mal eben noch einen Eimer machen und gucken, dass wir jetzt auf die Schnelle hier an etwas Lava drankommen, damit wir dann auch unsere Smeltery das erste Mal in Betrieb nehmen können. Wie ihr seht, haben wir hier vorne schon etwas Lava. Jetzt gucken wir mal. Ja, gut, die habe ich Gott sei Dank aus der Wand bekommen, ohne dass ich Probleme hatte. Und da vorne ist schon wieder ein garstiger Geselle. Jetzt gehe ich aber ganz schnell in mein Haus. Na, so. Ist die Spinne. Oh, da kommt schon wieder ein Creeper. Nee, dann mache ich lieber die Tür zu und dann ist mir die Spinne auch egal. Das hätte ich jetzt getötet. Weil ich habe natürlich nicht allzu viel Lust, dass der Kamerad, der da draußen gerade so lustig durch die Gegend wandert, mir wieder alles kaputt sprengt. So. Komm, da hinten kannst du explodieren, so viel du willst. Ach Mann, du blöde Sch Uah. Okay, jetzt wird es gerade etwas eng. Mal gucken. Oh, schnell die Türe zu. So, das haben wir aber so gerade noch geschafft. Das war jetzt ziemlich knapp. Und, ach so, jetzt ist es dunkel geworden, weil da jetzt gerade der Ofen aufgehört hat. Machen wir hier mal so ein bisschen mehr Licht noch rein. So. Und essen mal schnell was, damit wir auch wieder Leben regenerieren, weil ich habe natürlich reichlich wenig Lust, denen jetzt mit halbem Leben zu entgegenzutreten und repariere dann auch mal schnell noch mein Rapier. Ja, schaffen sie es, die Tür kaputt zu brechen? Gott sei Dank nicht. Oh, da ist ein kleines. Oh, wie viele sind das denn? Das sind eindeutig zu viele. Und der Creeper geht mir natürlich mitten in der Wohnung in die Luft. Das ist jetzt eher ungünstig. Und da war es dann auch komplett um mich geschehen. Ja, super. Mein Bett war kaputt. Das heißt, ich bin jetzt am Spawn. Was nicht gut ist. Ich melde mich dann gleich zurück, wenn ich es wieder geschafft habe, zu mir nach Hause zu kommen. So, da bin ich dann auch schon wieder. Mein Inventar ist jetzt gerade ein wenig durcheinander und natürlich auch meine Kiste und alles. Ich muss mir da auf jeden Fall dringend was überlegen und werde gegebenenfalls dann auch off-camera hier mal einen kompletten Zaun drumherum ziehen, damit dann in nächster Zeit die bösen Buben nicht mehr näher kommen können, weil seit 1.6 wird es natürlich immer schwieriger, umso länger man in einer Gegend bleibt. Und wenn ich dann nichts Passendes an Rüstung habe, dann überlebt man so eine Nacht auch ganz schnell nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt halt hier unsere Smeltery und man muss einfach nur mit dem Lava-Bucket hier draufklicken, damit der dann die Lava hat. Die wird dann auch irgendwann mal hier so angezeigt. Das ist immer noch so ein kleiner Bug in Tinkers Construct. So, die Kisten sind Gott sei Dank nicht draufgegangen und dann packen wir doch erstmal direkt hier die
ersten Eisenblöcke da rein. Und wir müssen dann auch direkt noch etwas mehr von diesem tollen Grout halt durchschmelzen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch etwas mehr. Wir brauchen nämlich zum einen Drain, damit wir dann auch die Flüssigkeit wieder rauskriegen und auch noch ein paar von den anderen Blöcken. So, jetzt gucken wir noch mal kurz, wie die gemacht werden. So, zum einen brauchen wir diesen Block hier, den Smeltery Drain. Und Faucet habe ich ja schon gemacht. Ich denke, das war's. Nee, den Casting Table brauchen wir natürlich auch noch. Das heißt, wir brauchen da durchaus noch das ein oder andere Stück von diesem Seared Brick. Und damit ihr das dann auch in dieser Folge noch sehen könnt, melde ich mich gleich nochmal zurück, sobald der Kram durchgekocht ist. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe jetzt mal alle Teile gemacht, die wir brauchen. Und als erstes setze ich mal hier diesen Bessen dahin. Da kann man, den braucht man am Anfang, wenn man noch kein Aluminium Brass gemacht hat. Das werde ich euch in einer späteren Folge zeigen. Dann packt man hier halt die Smeltery drüber, sodass das kleine Loch nach außen zeigt. Und anschließend noch dieses Faucet. Und dann kann man da draufklicken und das geht dann hier in diesen Behälter rein. Man braucht dafür halt quasi 9 Ingots gehen da rein, weil man da nämlich jedes Mal einen kompletten Block rausbekommt. Also ich habe jetzt hier einen Block of Iron und den kann ich wunderbar rausmachen. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe hier ja 9 Eisen reingekriegt und ich habe dann insgesamt 9 habe ich ja schon ausgeholt und hier haben wir noch 9 drin, also sind das insgesamt 18. Ich habe meinen Output an Eisen also verdoppelt mit der Smeltery, was natürlich schon mal ziemlich vorteilhaft ist. Und jetzt, wo ich Eisen habe, kann ich dann natürlich schon mal einiges mehr machen. Ich kann mir bessere Tools auch von Tinker's Construct machen, die dann in der Lage sind, auch Sachen für mich herzustellen, die etwas mehr aushalten als nur mein Steinrapier hier zum Beispiel. Und das ist halt das Tolle, dass man jederzeit seine Waffen mit besseren Materialien auch nochmal machen kann, um dann sicher zu gehen, dass ja, dass man halt mehr Schaden und so weiter macht. Das kann man dann auch hier nochmal gut in dem Buch nachlesen. Wenn man dann weiter hinten bei Materialien ist, dann sieht man hier, Base Attack ist häufig erstmal ein Herz, anderthalb Herzen, da sogar null. Und hier sind schon die etwas hochwertigen Materialien, auch mit anderthalb oder sogar 2 Herzen. Je nachdem, was für eine Waffe man hat, macht man dann unterschiedlich Schaden damit. Und man kann dann halt auch diese Toolstation hier, die kann man dann auch upgraden. Dafür gucken wir uns nochmal kurz das Rezept an. Das ist hier dieses Toolforge. Oh, es gibt sogar auch noch mit Gold. Und da brauchen wir insgesamt 4 Eisenblöcke für. Das ist dann schon eine ganze Menge. Das heißt, das werden wir dann wohl auf etwas später verschieben, wenn ich dann noch mehr Eisen habe. Das heißt, das lassen wir jetzt erstmal sein. Und dann werde ich euch in einer späteren Folge sicherlich noch die erweiterte Toolstation zeigen und noch eine Waffe, die dann auch mal richtig Wumms hat und die bösen Buben besser weghauen kann. Das war's dann auch schon mit unserer zweiten Folge Let's Play Minecraft. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss und auf Wiedersehen.